Herzlich willkommen zu Linkshand Talks zum Thema Nahost. Wir wollen uns keinesfalls hier jetzt treffen mit Jules, um den Nahostkonflikt zu lösen, sondern um die Debatte in Deutschland ein bisschen zu begreifen oder nachzuvollziehen und aber auch über israelische und palästinensische Zivilbevölkerungssachen zu reden und wie eine Linke in Deutschland sich zu dem Nahostkonflikt annähern kann, ohne dazu Identitärpolitik in die eine oder die andere Seite zu machen. Da vielleicht die erste Frage an Jules. Hast du Kontakt nach Israel bzw. den palästinensischen Autonomiegebieten? Um was wird hier berichtet und was ist die Situation vor Ort? Ja, ich bin ja selber auch israelischer Staatsbürger und ein Großteil, also palästinensischer Abstammung, aber israelischer Staatsbürger. Das wird in Israel ja selber tatsächlich auch in den Dokumenten vermerkt, woher, also welche Ethnie man sozusagen hat. Ich habe auch Familie in Gaza, weil im Zuge der Staatsgründung Israels und der darauf folgenden Kriege ja sehr, sehr viele Palästinenser und Palästinenser auch geflohen sind. Auch viele nach Gaza, was damals als relativ sicheres und ruhiges Gebiet galt. Das kann man sich heute nur so bedingt vorstellen, sage ich mal, aber ja, es gibt jetzt ja aktuellen Waffenstillstand, das ist gut. Nicht so gut ist es am Tag nach dem Waffenstillstand direkt auf der Al-Aqsa-Moschee wieder zur Auseinandersetzung kam, also die israelische Polizei das gestürmt hat und auch eine Demo der palästinensischen und israelischen Linken, also die zusammen im Westjordanland gegen den Siedlungsbau protestiert haben. Erstmals auch unter Beteiligung der linkssozialdemokratischen Meretz, das ist die Schwesterpartei der SPD sozusagen, die eine Friedenskundgebung gemacht haben im Westjordanland mit auch palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch relativ starker Polizeigesellschaft Gewalt ausgesetzt war. Trotz allem, also trotz einzelner oder mehrerer Fälle von Polizeigewalt, ist es natürlich deutlich ruhiger und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste für alle Menschen vor Ort, dass man jetzt keine Sorgen mehr haben muss, dass Raketen einschlagen oder dass Bomben fallen. Gleichzeitig gibt es aber eine Verhaftungswelle vor allem gegen junge Palästinenserinnen und Palästinenser in Israel sowie linke Friedensaktivisten, die ja auch Sorgen bereitet. Ich habe tatsächlich gestern in der Jungle World einen Artikel gelesen, der die Situation versucht hat, so ein bisschen einzuordnen, auch wie es zu dem Konflikt gekommen ist. Das ist aber jetzt gar nicht meine Frage. Das kann man, glaube ich, auch nachlesen, was da für kleine Punkte sozusagen im Vorfeld passiert sind. Was mir aber neu war in dem Artikel, ist, da wurde schon der Blick drauf gelenkt, dass es viele auch sozusagen auch Initiativen von palästinensischen Akteuren und israelischen Akteuren gab, zusammen tatsächlich für ein Niederlegen der Waffen und für ein Ende der Gewalt sozusagen arbeiten. Und ich habe mich gefragt, ist es eine neue Situation oder ist es sozusagen der erste Artikel, in dem so explizit darauf hingewiesen wird? Also gab es auch vor 7 Jahren in dem Konflikt sozusagen schon so diese Bevölkerung oder Initiativen, die da zusammen auch aufgetreten sind? Es hat sich, also es gab immer sozusagen gemeinsame Initiativen, also dann vor allem aus Israel, von israelischen Staatsbürgerinnen, sowohl palästinensischer als auch jüdischer Identität. Was neu ist, dass es das ein bisschen über die Grenzen hinaus gibt. Also das funktioniert dann nur in die eine Richtung, weil diejenigen im Westjordanland nicht nach Israel kommen, aber dann linke Friedensaktivistinnen und Aktivisten ins Westjordanland fahren, um gemeinsame Aktionen zu machen. Das gab es vor allem früher nur gegen den Grenzzaun, aber jetzt im Krieg ist es relativ neu. Und was schon zugenommen hat, sind die Aktionen gegen die Gewalt in Israel selbst. Also es gibt ja es gibt eine Verschiebung des Diskurses in Israel selbst und da haben sich dann, das ist auch tatsächlich ein neuer Fokus und neue Dimension, wie das geschieht, aber da haben sich auch deutlich mehr Gruppen gebildet, die sagen, dass in unserem Land selbst muss es enden. Es kann nicht sein, dass wir hier bürgerkriegsähnliche Zustände haben. Und das ist schon tatsächlich neu, es liegt aber auch an der Verschiebung der Gewalt auch in Teile des, vor allem den Norden Israels. Und man muss
eigentlich aber sagen, dass es in Deutschland, sage ich mal, vor allem in den großen Medien auch immer nur eine untergeordnete Rolle spielt. Also am vergangenen Samstag waren ja mehrere tausend in Tel Aviv, haben da protestiert. Sie haben vor Netanyahus Amtssitz protestiert. Und ich fände es auch schön, also nicht nur als Linker, sondern auch als jemand, auch in der schwierigen Situation, die Deutschland sozusagen hat, glaube ich, das ist die Organisation und Ideen, auf die wir auch Bezug nehmen sollten. Ja. Julia hat schon gesagt, vielleicht machen wir es wirklich so, dass wir über die aktuelle Eskalation oder wie das entstanden ist oder sowas, das einfach überspringen und direkt über die Frage nach der Situation in Deutschland gehen. Dann machen wir das doch, oder? Also warum kriegen das eigentlich Linke in Deutschland nicht hin, sozusagen jenseits der identitärer Zuschreibung, nennen wir es jetzt mal, da irgendwie diesen Israel-Palästina-Konflikt zu betrachten. Aber das betrifft eigentlich ja, na gut, lassen wir es so. Ich weiß nicht, ob Jule zuerst möchte oder ich. Ich will eigentlich keine Antwort darauf geben, sondern vielleicht einfach zur Illustrierung. In Leipzig gab es am 15. Mai auch eine Demonstration, auf der einen Seite sozusagen palästinensische oder pro-palästinensische Akteure, auf der anderen Seite pro-israelische Akteure. Mir ist da aber schon unangenehm aufgefallen, dass beide Seiten, also oder besser gesagt die Deutschen auf beiden Seiten, auf der palästinensischen Seite waren viele Migrantinnen und Migranten, die waren auch sehr, also es war eine andere Stimmung, als man das von deutschen Demos kennt, das war eine sehr aufgeheizte Stimmung, eine emotionale Stimmung, aber die Deutschen auf beiden Seiten, einerseits anti-imperialistische Menschen, muss man klar sagen, auf der anderen Seite sozusagen so eher pro-israelische, vielleicht teilweise antideutsche. Es war schon sehr ideologisch so, ne? Also es war sehr ideologisch aufgeheizt und ich habe mich schon geärgert und musste mich so auch in der Mitte eher verorten, ne? Also habe mich da in die Mitte gestellt, das beobachtet und konnte jetzt aus reinem Herzen auf keiner der beiden Seiten stehen, ne? Wobei trotzdem natürlich unverhandelbar auch in Deutschland, und das zeigen ja auch die antisemitischen Vorfälle jetzt, unverhandelbar dieses Existenzrecht Israels, was auf der anderen Seite teilweise schon angetastet wurde, stehen muss. Ne? Und also bloß um das zu illustrieren, ne? Und jetzt bin ich auch gespannt auf deine Antwort. Ich glaube, die Deutsche Linke ist ja tatsächlich weltweit in einer, sag ich mal, Ausnahmesituation. Also ja, vor allem Deutschland und Österreich, wo wir in der Linken, sag ich mal, eine Spaltung in der Frage haben. Das würde ich sagen, hängt sehr stark mit der deutschen Geschichte auch zusammen. Also in keinem anderen, also kein anderes Land hat ein Verbrechen dieses Ausmaßes begangen wie der Holocaust. Das ist ja tatsächlich einfach eine Singularität, die da an Jüdinnen und Juden, natürlich auch an anderen Gruppen, also ne, Roma und queere Menschen und so, verübt wurde. Aber Jüdinnen und Juden standen da ja schon tatsächlich im Zentrum dessen. Und der Umgang mit Jüdinnen und Juden ist in Deutschland daher ein anderer, und auch die Aufnahme von, sage ich mal, Diskursen aus Israel, die das als rein jüdischen Staat definieren, hat hier auch Einzug gefunden in Debatten. Und es gibt in Teilen, würde ich sagen, daher eine Überidentifikation aus antifaschistischen Gründen mit Israel, die von der israelischen Linken so überhaupt nicht gewünscht ist, weil sie da ganz andere Problemlagen haben. Und auf der anderen Seite ist halt der gängige Narrativ der Linken ist natürlich Solidarität mit den, auch das ist ja, in Deutschland sprechen wir nie von Völkern, aber das ist ja der Sprachgebrauch, sag ich mal, der Linken in vielen Teilen der Welt sozusagen, Solidarität mit den unterdrückten Völkern, in dem Fall halt den Palästinenserinnen und Palästinensern, das klassische anti-imperialistische Motiv, was wir haben. Und dazwischen gibt es ja, sag ich mal, eine große Spannbreite von Positionen, die man da auffassen kann, also von irgendwie Leuten, die sagen, ja, Netanyahus Regierung ist super und sich trotzdem als links verstehen, bis zu Leuten, die sich als links verstehen und sagen, ja, die Hamas, das ist doch eigentlich eine vollkommen vernünftige Widerstandskraft. Das sind die Minderheitenpositionen an beiden Rändern, würde ich sagen, aber es gibt da ein sehr großes Feld zwischen. Und ich glaube, das liegt ehrlich gesagt auch ein bisschen daran, dass einem an Kontakte in die Region selbst fehlt. Also die guten zivilgesellschaftlichen Initiativen werden ja in Deutschland überhaupt nicht aufgegriffen, die es gibt. Also die progressiven Kräfte, die es dort gibt, die sich das ja auch sehnlich wünschen, dass wir sozusagen an ihrer Seite stehen, die finden hier tatsächlich zu wenig Raum. Und
Das ist interessant, weil ich glaube, denen, das ist jetzt unterstellt, ne? Also weil ich die in ihrer Ausdifferenziertheit auch nicht kenne, denen wird ja vielleicht aus pro-israelischer Perspektive der Deutschen oder innerhalb der deutschen Linke eher vorgeworfen, dass sie den Staat Israel in Frage stellen. Ne? So kenne ich so teilweise Diskurse, dass sobald sozusagen auch so ein Verständigungsdiskurs darauf positiv Bezug genommen wird zwischen palästinensischer Seite und israelisch-jüdischer Seite, dass dann die jüdische Identität des Staates sozusagen in Gefahr gesehen wird und das eigentlich auch bekämpft wird, aus Deutschland heraus, ne? Also diskursiv bekämpft. Ist das so? Also ja, kann man das so... Das ist ja auch, in Deutschland gibt es den Begriff oder den Bezug auf eine jüdische Identität Israels ja länger als Staatsgebilde, also als es in Israel selbst der Fall ist. Also erst unter Netanyahu hat es Einzug gehalten, dass man von einem jüdischen Staat Israel spricht. Vorher war es ein demokratischer Staat mit einer jüdischen Mehrheit. Das ist ja von der Sprache selbst eine Verschiebung. In Deutschland gibt es aber die Debatte darum schon länger. Und natürlich alle demokratischen linken Kräfte in Israel selbst sagen, wir wollen kein jüdischer Staat, sondern wir wollen ein demokratischer Staat sein, der halt eine jüdische Mehrheit hat. Was ein Unterschied ist, weil es halt auch eine sehr große Minderheit gibt, die das eben nicht ist und man denen, die alle die gleichen Rechte haben wollen. Von daher ist es, wenn man das an dem, also je nachdem, wie man das definiert, gibt es da schon Unterschiede. Aber man muss sagen, sowohl die Friedensbewegung in Israel als auch, ja, erst recht die Meretz, die ist ja Mitglied des World Zionist Organization, als auch irgendwie Chadash, also die kommunistische Partei, sind ja alle für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wobei, und das muss man sagen, es gibt immer mehr Debatten, gibt, was passiert, wenn die Zwei-Staaten-Lösung scheitert, weil dann gibt es keine jüdische Mehrheit mehr. Das ist das, was die israelische Rechte bei ihren Expansionsplänen nicht vor Augen hat. Also es gibt keine jüdische Mehrheit, wenn die Westbank zu Israel gehören, dann gibt es eine palästinensische Mehrheit. Aber innerhalb der, sag ich mal, Linken ist der Diskurs so, dass man sagt, wir wollen einen sicheren Hafen, ist häufig das Wort, das gewählt wurde, einen sicheren Ort schaffen für alle Jüdinnen und Juden, die dort leben, wie aber auch für alle anderen Menschen, die dort leben. Und tatsächlich wird da vor allem der Charakter der Demokratie, die alle schützt, in den Vordergrund gestellt. Und das finde ich auch ein interessanter Ansatz, dass man sagt, es geht gar nicht so stark irgendwie darum, wie der Staat sich per se definiert, sondern wie er demokratisch mit allen Menschen umgeht, mit den Anliegen von Minderheiten, also nicht nur ethnisch, sondern auch sexuelle Minderheiten und all das. Das wird jetzt zusammengebracht. Und natürlich gibt es Organisationen auf der Linken, die sagen, irgendwie, das muss eine Einstaatenlösung unter dem Namen Palästina geben, aber das ist gerade nicht der Diskurs, der vor allem in Kriegszeiten einfach gar nicht der Diskurs. Und es ist auch in der Friedensbewegung, ist es nicht die zentrale Debatte oder auch in, sage ich mal, antirassistischen Kontexten in Israel oder ähnlichem, ist es nicht der Fokus der Debatte, die geführt wird, sondern das sind so die Sachen, die dann teilweise über deutsche Medien besonders prominent sozusagen hier in die Debatte gebracht werden. Ich habe eigentlich gerade kurz nochmal trotzdem Interesse, zu dem ganzen Konfliktausbruch zu reden. Ist es für euch okay? Weil ich mich so frage, wie diese Schwächung, also dass es jetzt diesen Ausbruch gab, da bin ich so ein bisschen, frage ich mich, wie weit ist es jetzt? Es gab ja die Idee einer Mehrheit ohne Netanyahu, einer Regierung. Die ist jetzt vom Tisch aufgrund dieses Konfliktes. Und ich frage mich, ob es sozusagen jetzt der Waffenstillstand mit der Hamas, ob der jetzt sozusagen dazu führen kann, dass es trotzdem wieder so eine Idee oder dass es da hinkommt, oder ist das jetzt wirklich erstmal bis zu einer neuen Wahl tatsächlich vom Tisch? Die Anti-Netanyahu-Koalition wäre ja auf kein anderes Land übertragbar. Also wir müssten uns vorstellen, wir hätten hier, Netanyahu ist ja eher Söder als Merkel, so von der politischen Ausrichtung. Und wir hätten hier dann irgendwie die AfD, die zusammen mit der Linkspartei und den Grünen regiert,
um Merkel oder um Söder in diesem Fall zu stützen. Das war die Grundidee des Anti-Netanyahu-Blocks. Es war schon von vornherein klar, dass es in allen gesellschaftlich-politischen Fragen keine Einigung geben wird. Das einzige Ziel war es tatsächlich, Netanyahu abzulösen. Und mit dem Ausbruch, also der Gewalt in Sheikh Jarrah, also den drohenden Häuserräumung und der Gewalt an der Al-Aqsa-Moschee, hat die Islamische Liste, also auf Deutsch heißt die Vereinigte Arabische Partei, hat gesagt, ja, wir tolerieren eine solche Regierung nur unter Bedingung, dass diese 6 Häuser nicht geräumt werden und dass die Al-Aqsa-Moschee in Ruhe gelassen wird. Daraufhin hat die Yamina, die Partei auf Deutsch, die Rechte gesagt, nee, läuft so nicht mit uns. Wir stoppen jetzt erstmal die Koalitionsverhandlung. Und ab Dienstag ist es ja in Israel selbst zu massiver Gewalt gekommen. Also Dienstagnachmittag wurde ein palästinensischer Israeli in Lip, das ist eine Stadt nördlich von Tel Aviv, eine der Armutshochburgen Israels auch, wurde erschossen von gegen Protestierenden sozusagen. Die Wortwahl wird, je nachdem, mit wem man da wahrscheinlich redet, wechseln. Und daraufhin hat sich ja die Gewalt Gewalt explodiert sozusagen. Es gab eine Synagoge wurde angezündet, mehrere Moscheen wurden kurz und klein geschlagen, Geschäfte überfallen, ein weiterer Palästinenser wurde erschossen, ein jüdischer Israeli, der gar nicht bei irgendeiner Demo war, ist infolge eines Steins, der auf ihn geworfen wurde, gestorben, jetzt vorgestern, glaube ich. Also es gab Todesfälle und viele Verletzte auch innerhalb Israels, sowohl unter der palästinensischen wie auch der jüdischen Bevölkerung. Teilweise auch einfach Unbeteiligte, die dazwischen geraten sind. Es wurde unglaublich viel am Verhältnis, was da war, sozusagen, also auch an nachbarschaftlichem Verhältnis, was es vorher gab, ist jetzt quasi unvorstellbar. Und in der Situation hat die Partei die Rechte gesagt, nee, wir kehren in den Schoß zurück, also Netanyahu. Die Partei Die Rechte ist eine Abspaltung von Netanyahus Partei, das ist wichtig. Und sie haben gesagt, wir kehren dahin zurück, wir gehen wieder in den Rechtsblock und wir können uns sogar vorstellen, mit Netanyahu eine gemeinsame Partei zu bilden. Das ist halt schon krass, muss man sich vorstellen, weil die Partei Die Rechte hat Politikerinnen und Politiker, die sich sehr, sehr offen auch als Faschisten bezeichnen. Und die wollen zurück zum Likud. Ob das klappt, sage ich mal, dauerhaft klappt, wage ich mal zu zweifeln. Die politische Landschaft ist sehr volatil, also außerdem Likud ist da relativ wenig stabil. Für die aktuelle Zeit wird es aber erstmal eine wie auch immer geartete Rechtskoalition geben, in der der Likud quasi die am wenigsten rechte Kraft ist. Also Netanyahus Partei ist das. Da sind dann 2 ultraorthodoxe Parteien dabei. Dann hat man die Partei Die Rechte, dann das jüdische Heim, also von Avigdor Liebermann und die religiösen Zionisten. Das ist die Partei, gegen die sogar sehr pro-israelische Organisationen wie APEC in den USA oder so gesagt haben, wenn ihr mit denen koaliert, müssen wir unser Verhältnis nochmal in Frage stellen. Weil die tatsächlich auch Organisationen drin haben, die offen Gewalt gegen palästinensische Staatsbürgerinnen in Israel befürworten. Also Anhänger von denen haben zum Beispiel Massaker in Moscheen und so durchgeführt. Genau, und das ist aber wahrscheinlich die neue Regierungsmehrheit. Und ich glaube nicht, dass die hält, weil es gibt viel zu krasse Kontroversen. Das ist ja das andere Kontroversefeld in Israel über die Frage der Religion. Und sollten junge Männer aus orthodoxen Familien in die Armee? Und da vertritt die Hälfte der Regierung die Position ja und die Ultraorthodoxen sagen natürlich nein. Und das wird die Regierung auf kurz oder lang wieder irgendwie in ein Dilemma stürzen. Aber fürs Erste ist eine Anti-Netanyahu-Koalition nicht mehr ersichtlich. Und ich gehe schon davon aus, dass es bald innerhalb eines Jahres wieder Wahlen geben wird.
Und wie war das in den palästinensischen Gebieten? Wie ist da sozusagen seit Ausbruch des Konfliktes, ist dort davor, war die Hamas oder ist die Hamas-Position jetzt stärker oder schwächer geworden nach den Zwangsräumungen und nach der Eskalation? Auch in Palästina hätte es ja Wahlen geben sollen, am 22., nee, 23.5., eines von beiden, ich will mich jetzt nicht darauf festnageln, also am Samstag jetzt, am vergangenen, hätte es Parlamentswahlen geben sollen. Die Hamas und die Fatah standen unter Druck, weil Marwan Barghouti, einer Teil der Fatah, sitzt aktuell im Gefängnis wegen versuchten Mordes oder wegen Mordes, eine eigene Liste gründen wollte, und der gilt halt als weder, also gilt als säkular und als nicht korrupt. Und das sind ja die beiden Hauptvorwürfe. Also die jungen Palästinenserinnen und Palästinenser können nichts mit der Hamas anfangen, weil die Hamas ist halt einfach eine durch und durch reaktionäre Kraft, was die Gesellschaftsvorstellung angeht. Und die Fatah ist halt eine durch und durch korrupte Partei, das muss man sagen. Also das gibt da einfach massive Korruption. Und deswegen war das sozusagen die eine Option, die dazu geführt hätte, dass die beiden geschwächt werden. Und das andere war, die linken Parteien, die sind ja in Palästina unglaublich zersplittert. Daneben sind die verschiedenen linksradikalen Gruppen, die wir in Deutschland haben, quasi der Hort der Einheit. Hatten versucht, sich zu einigen. Das hat natürlich nicht geklappt, aufgrund von persönlichen Fragen. Total dämlich. Das hätte aber hätte die gemeinsam die Stimmung gegen die Hamas, aber auch gegen den Machtblock der Fatah, hätte das drehen können, wenn es so eine linke Einheit gegeben hätte. Weil die Hamas halt auch unter Druck stand. Sie stand aber auch, und das wird in Deutschland häufig vergessen, sie stand auch von rechts unter Druck, vom islamischen Dschihad, der sehr, sehr offen vom Iran unterstützt wird. Die Hamas ist ja im Konflikt mit dem Iran über den Syrienkrieg. Durch den jetzigen Krieg ist die Hamas gefestigt. Also wenn es zwei Gewinner im Nahen Osten gibt in diesem Krieg, sind es Netanyahu und die Hamas. Also das sind die einzigen, die irgendwas gewonnen haben. Alle anderen haben verloren. Das ist eine klare Einschätzung, aber auch eine ziemlich negative. Ne? Ich weiß nicht, es ist total spannend. Ich würde trotzdem mit einer Frage nochmal zurück nach Deutschland kommen. Vielleicht hast du da auch eine Antwort. Also, es ist, nachdem die ersten Demonstrationen hier stattgefunden haben, pro-palästinensischen Demonstrationen, gab es so einen ganz starken Drive, natürlich von konservativer Seite, aber hat, glaube ich, auch teilweise für unsere eigenen Parteien nicht Halt gemacht, dass der Antisemitismus sozusagen ein eingetragener wäre, einer, der vor allem durch Einwandererinnen und Einwanderer sozusagen hier virulent wird. Und ich meine, oder ich unterstelle mal, dass selbst bei bestimmten pro-israelischen Linken diese Position sozusagen vertreten wird. Ne? Also ich habe auch Freundinnen und Freunde, die aus dem arabischen Raum kommen, und das ist keine einfache Diskussion über Israel, mit denen zu sprechen. Ne? Die Frage ist so ein bisschen an dich, wie kann man damit handeln, ne? Sozusagen? Ich glaube, wir müssen jetzt nicht betonen, dass Antisemitismus auch ein deutsches Phänomen ist und auch im Rahmen der Querdenker oder von Neonazi-Aufmärschen Antisemitismus ruffähig gemacht wird, dass es dafür keine Menschen braucht, die hier eingewandert sind. Aber es gibt natürlich trotzdem einen virulenten Israel-Skeptiker, der auch sicher sozialisationstechnisch und so weiter erklärbar ist. Ne? Aber wie kann man damit umgehen? So, ne? Wäre meine Frage. Ist es klar, mein Punkt? Mhm. Ja. Also ich fand die Debatte schon ein bisschen amüsant, weil Maaßen ja einer der ersten war, der sich geäußert hat. Das hat mich schon dann auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, so, dass das irgendwie Bild und Co. nicht aufgefallen ist. Aber ich glaube, Antisemitismus in Europa hat ja eine ganz andere Geschichte, als es im Nahen und Mittleren Osten sozusagen der Fall ist. Das merke ich auch manchmal an so Diskursen wie um das Wort Kindermörder. Also in Deutschland hat es eine ganz klar antisemitische Geschichte. Auf jeder kurdischen oder arabischen Demonstration wird das Wort aber für alles verwendet. Also ich war schon auf kurdischen Demonstrationen, wo das Wort Kindermörder Erdogan, Kindermörder Türkei
gerufen wurde, auf Anti-Assad-Demos, wo Kindermörder Assad und dann seine Partei genannt wurden und so weiter. Also Diskurse sind anders und ich glaube, dafür braucht es auch eine Auseinandersetzung mit den Diskursstrukturen, die dort jeweils vorherrschend sind und vor allem auch eine Erklärung. Also ich probiere mal zu erklären, warum es was anderes ist, wenn ich in Deutschland irgendwie sage, Kindermörder, als es in Syrien jetzt der Fall ist, wo diese Brunnenvergiftungsmythen und so, die gibt es dort nicht. Also sind historisch tradiert eigentlich nicht existent. Das heißt, die Diskurse prallen da teilweise aufeinander mit ähnlichen Wörtern, die aber aus ganz unterschiedlichen Gegebenheiten stammen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da erklärt, warum etwas in Deutschland nicht funktioniert. Also weil ich habe viele Freunde von mir, die irgendwie selber auch geflüchtet sind. Und das bekommt man hier einfach nicht mit. Also so keine Schule erklärt einem, was hier, wie der Antisemitismus in Deutschland abgelaufen ist. So, da bekommen wir mal dann 3 Unterrichtsstunden oder 5 zum Holocaust und das war's dann. Aber die Jahrhunderte des Antisemitismus vorher, die werden eigentlich ausgeblendet und entweder die Leute setzen sich selber damit auseinander oder es passiert halt nicht. So. Und dass das nicht das Erste ist, wenn man im neuen Land ist, dass man sozusagen an Geschichte aufschnappt, ist, da hat auch tatsächlich deutsche Bildungspolitik, finde ich, einen gewissen Anteil, dass man sich damit auseinandersetzen sollte. Und das andere ist, ich glaube, in anderen Ländern wurden so die Demos gegen, also es gibt ja Demos, die eher, sage ich mal, sehr, sehr klar Pro-Präsidenz-Fokus haben. Es gibt eher welche, die sagen jetzt erstmal Stopp aller Waffen und aller Gewalt und so weiter. Die wurden halt von der Linken organisiert. In Deutschland werden sie auch von türkischen Rechten organisiert. Und das verschiebt natürlich die Debatte, die das ist, die da entsteht. Und das schlägt sich auch total in den Aufruftexten nieder. Und es schlägt sich aber auch darauf an, wer angesprochen wird. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir es nicht geschafft haben, als progressive Kräfte sozusagen einen Pol zu haben, der sagt, wir wollen, also wir können danach, da werden wir, hat die deutsche Linke Tendenz ja eh nicht ganz so viel mitzureden, aber wir reden danach darüber, ob ein- oder zwei Staatenlösungen, ob was die Hauptstadt von welchem Staat ist und was weiß ich so. Sondern wir sagen jetzt erstmal Stopp der Waffen, Stopp der Gewalt, Stopp der Raketen, Stopp der Bombardierung und unsere Solidarität gilt den Friedenskräften vor Ort oder wie auch immer, den progressiven Organisationen. Das hätte das schon nochmal verschieben können. Deswegen finde ich, müssen wir da auch immer auch ein bisschen uns selbst hinterfragen, hätten wir da mehr machen können, um zum Beispiel die Proteste zu organisieren, und einen ganz anderen Diskurs zu schaffen. Und gleichzeitig muss man auch aufzeigen, dass wenn da irgendwie Leute mit Erdogan fahren, ne, demonstrieren für Palästina, dann ist das ja erstmal schon ein bisschen amüsant. Also die Türkei ist der drittgrößte Waffenlieferant Israels. Und ich sag mal, die Unterdrückung innerhalb der eigenen Gesellschaft von Minderheiten kommt ja nicht so zum Zug. Das ist allgemein ja auch ein Phänomen. Aber das musste man auch stärker kritisieren. Also das müsste man auch, das ist natürlich schwierig, wenn man gar nicht in den Diskursen dieser Communities drin ist. Aber ich glaube, da haben wir das ein bisschen verpasst. Und was tatsächlich fehlt, ist, es gibt ja jetzt, gab so einen Brief von jüdischen und muslimischen Organisationen zusammen, wir lassen uns nicht spalten oder wir lassen uns nicht trennen. Solche Appelle bräuchte es halt viel mehr. Also diese gemeinsame Geschichte von Jüdinnen und Juden, Muslime und Muslimen als Minderheiten in Europa, dass man das auch nochmal hervorstellt. Also auch das fände ich, würde zum Beispiel dazugehören, wenn wir in Deutschland uns damit auseinandersetzen. Also sowohl für diejenigen, die hier sozialisiert werden, als auch nicht. Und man muss auch, also das gehört auch, glaube ich, zur Wahrheit dazu, es gibt auch Nachrichtenportale, die ganz klar, oder Nachrichtenportale, aber so Instagram, YouTube und so, wo ganz klar irgendwie auch der Nahostkonflikt aufgeladen und genutzt wird, um antisemitische Stimmung zu schüren. So, und das ist natürlich ein Problem. Dass es in unserer Partei oder in dem linken Spektrum dann Forderungen gibt, wie wir haben importierten Antisemitismus, ist natürlich angesichts der deutschen Geschichte, also wenn ein Land da nicht die Fresse aufbeißen sollte bei dem Thema, Deutschland, wäre so immer mein Tipp, aber das ist natürlich schon witzig und
dass es dann irgendwie darauf reduziert wird, auch in linken Kreisen, oder Antifa heißt Abschiebung. So, da muss man natürlich auch krass aufpassen, dass man sagt, irgendwie, wir stellen uns klar gegen Antisemitismus, aber wir machen hier nicht Abschiebediskurse auf. Ja, und ich finde, also was ich glaube ich zentral finde, ist, dass es dann tatsächlich auch eine Auseinandersetzung in den Schulen und so damit fördert, wie gibt es, also welche Gemeinsamkeiten gibt es kulturell, welche auch mal, also diese positiven Bezugspunkte stärkt, um auch das ein bisschen aufzubrechen, was man so leicht auf YouTube oder so findet. Ich danke dir, dass du Zeit für uns hattest und wir hier ein paar Infos geben können. Ich glaube, wir werden in so eine Infobox noch ein paar Links packen und hoffen, ja, hattet Spaß mit dem Linkster Talks oder wart informiert oder habt neue Infos bekommen, die vielleicht vorher nicht ganz so transparent waren. Na, Jule, willst du noch was sagen? Nö, also ich finde, du hast mir an ganz vielen Stellen aus dem Herzen gesprochen. Danke. Also ich hoffe, dass es die Diskussion ein bisschen in Grautöne versetzt. Ne? Danke. Ja, ich danke euch auch für die Einladung. Das ist ja mal, also ich glaube auch, dass wir in der Partei viel mehr dazu kommen müssen, dass wir die Debatten mal nicht nur als Kontroverse, sondern auch irgendwie in Bezug auf, ja, was können wir vielleicht tun, um es ein bisschen besser zu machen, auch wenn wir den Nahostkonflikt hier sicher nicht lösen werden. Ja, machen. Also daher danke euch für die Einladung und schönen Nachmittag noch.